Riss im Sarg heißt dieses Gebiet hier. Hat auch irgendeinen Riss da hinten. Schießt die ganze Zeit mit seinen Lasern auf mich. Mal ganz kurz gucken, ob hier noch was Interessantes ist, außer dem Vogel. Au! Hey, der hat eine gute Reichweite. Ordentlicher Sniper mit seinem Laser. Nope, hier ist nichts mehr. Doch, da. Eine Gräbertallinie hier. Und noch was. Hier Stein 4. Und auch gleich viermal. Wird nicht mit gelumpt. Okay, der hat anscheinend keinen toten Winkel. Das sind die, die explodieren. Okay. Ah, stopp, hier. Ich dachte, hier wäre ich sicher. Aber hier ist der Abgrund. Hier bin ich nicht sicher. Zum Glück ist die Reichweite dann doch nicht unbegrenzt. Mal hier ins Tor. Komm mal hier ins Eck, wenn ich gleich beschossen werden. Na! Ach, gefährlich an solchen Abgründen kämpfen. Geht so schnell schief. Ne, da geht's weiter. Jetzt mal schauen hier am Eck. Jetzt haben wir das mitgenommen.
Umgekippt hier alles. 90 Grad. Auftanken, was hier weitergeht. Hat hier mein Kopf gekratzt. Aber lang geübt. Falls er hier unten, das nervt mich doch weiter. Jahrelang dran rumschnitzen. Feuer ist, glaube ich, gegen sie mal ganz gut. Also wichtig sind die mir gerade gar nicht. Geht's hier weiter? Da hinten macht man einen anderen Abzweig und dann liegt da hinten noch ein Item. Man kann irgendwie von oben dahin kommen. Eine Löwenbestie. Angriffe. Ich denke, er macht mal irgendwann einen Angriff, dann macht er irgendwie so einen komischen Buff. Oder stampft auf. Ich habe auch genau mal die ausgesucht, wo er nicht angegriffen hat. Eigentlich von den Abgrund gefallen, von dem Witz, der wiedergekommen ist. Was über dem eben passiert. Der ist in den Abgrund gefallen und lag die Leiche, die dann nochmal bearbeitet werden muss, hier oben rum.
kommt der her? Einen Schluck trinken, vielleicht das Haltpunkt. Die hauen ganz schön rein. Halleluja. Der kommt vorbei und two-shottet mich fast. So. Ich glaube, dass ich alles erkundet habe bis zu diesem Punkt, dass das einfach der richtige Weg ist, jetzt der einzige, der noch übrig geblieben ist. Mal schauen, wo uns das hinführt. Shit, macht der Damage. Ring des Lichts. Haben die sich langsam angeschlichen? Moin. Schön, dass ihr da seid. Hab euch nicht vermisst. Ah! Hier weiter. Da. Ne, da kam ich her. Hier geht's weiter. Okay. Falsch geguckt. Na, da ist auch ein Ort der Gnade. Finster es hier ist, trotz der Fackel.
Ist ja abgefahren. Der König der Tiere. Was ist denn hier los? Ich bin gespannt, was das zu bedeuten hat. Einen Hinweis bekommen, wenn wir jetzt in diese Ruinen gehen hier. Warum die Tiere hier alle in so einem Halbkreis davor kauern. Bitte gewährt mir den Mut, zu euren Füßen zu fliegen, meine liebste Sankt Trine. Okay, was müssen wir hier machen? Ein Spell, unsichtbarer Weg. Einfach springen. Nein, das ist ein Ort der Gnade. Okay. Kann ich ein bisschen steuern, ich kann mich ein bisschen drehen. Hier gleich ein Bossfight. Das gibt doch hier gleich einen Bossfight. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ah, der, den ich habe aus dem Trailer. Wer ist das? Aber ein Boss, den man parieren kann, ist nicht gut. Auch reiten? Nein, ich nicht. Nur tote Pferde. So theoretisch darf ich ihn parieren. Irgendwann schaffe ich es auch mal. Ist bald soweit. Den Augenblick habe ich einmal pariert. Aber es geht einfach nicht, weil die Waffe zu groß ist. Theoretisch kann das sein.
Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das war zu früh eben. Kann man den wohl parieren? Was meint ihr? Das sah eben nicht so aus. Unsere Amulette kurz ändern. Ausdauer ist ganz gut. Magieschaden auch noch dazu. Er macht diesen Debuff. Aber das war jetzt nicht so das Problem, der Debuff. Achso, das mit dem neuen Dolch-Talisman kann ich übernehmen. Ja, wenn ich theoretisch denn mal dann in Perry lande. Durch die Frage. Die Frage ist, ob es überhaupt geht. Ich würde vermuten, ja. Ich glaube, ich habe es nur verkackt. Jedes Mal. Das erste Timing ist gar nicht so schlecht. Hier mal so ein Combo-Move. Die beiden. Der sich dann hochhebt, damit das Pferd da runterfahren kann praktisch. Ich probiere jetzt einfach nur ein bisschen Spam, um zu gucken, ob ich irgendwann mal einmal pariere. Und falls ja, dann weiß ich, dass es geht. Ansonsten muss ich dann ausgehen, dass das halt nicht geht. Ich habe ein bisschen verschiedene Timings, mal sehr früh. Also viel zu früh ist es auch. Oh, das war pariert, oder? Und über den ganz spezifischen Angriff. Ah. Ich glaube, ich habe eben pariert. Kann man zugehauen. Das ist jetzt nur so ein Testrun.
Okay. Und dann bin ich komplett unfähig, den zu parieren. Aber ein paar von den Sachen sahen schon aus, als hätten die treffen müssen. Oder es geht halt nicht. Obwohl er gar nicht so wirkt, als hätte er so eine große Waffe. Es gibt eine bestimmte Größe von Waffen, ab der man nicht mehr parieren kann. Aber die sieht echt absolut machbar aus. Und das eine Mal hatte ich das Gefühl, dass ich pariert habe. Ich bin nicht ganz sicher, aber es wirkte so. Na, davon abgesehen. Probieren wir das nicht unbedingt nochmal. Ich habe ihn überhaupt nicht eingesammelt, ne? Ja. Aufpassen. Könnte anfällig sein für Heiligschaden. Das ist eine Vermutung. Würde doch passen, dass er sowas nicht leiden kann. Aber ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Schaden ich eben gemacht habe. Ich Runden machen kann, glaube ich, nach dem Auftreffen ein bisschen Zeit. Wenn es 360 machen, werden wir runterfallen. Und da hinten ums Eck geritten. Das war geil. Sterbe ich schneller als bei den Parier-Tries, wo ich nochmal einfach so pariert habe, weil er mir jetzt dann irgendwie fieser erwischt. Man kann mit dem Parieren wie so ein Glancing Blow, heißt es oft bei Rollenspielen, das Gefühl, dass dann keine Parade stattfindet, aber irgendwie trotzdem so ein bisschen abgelenkt wird, der Schlag. Aber eigentlich, so die Angriffe aus der ersten Phase, die ich bis jetzt gesehen habe, sind jetzt nicht so spektakulär. Das sollte machbar sein. Noch interessant, was in der zweiten Phase dann so aufbietet.
Oh, bin ich da reingerollt? Ich hau ständig daneben hier. Schreit das Pferd eigentlich und kickt mich da so weg? Ich habe das Gefühl, dass ich übrigens mit dem Heiligschaden deutlich mehr gemacht habe. Was mit normalen Angriff 500. Fuck. Das Combo hat ein komisches Timing. Langsam, schnell. Dann nochmal langsam, langsam oder so. Bin ich ganz sicher. Wir sind ein bisschen unterschiedlich. Nochmal kurz, was der mit Heiligschaden macht. Jetzt bei dem einen Angriff hat sich kein Fett mehr drauf. Hat er 498 Schaden gemacht. So. Weniger gefühlt. 460 mache ich mit normalen Angriff hier. Und ohne mache ich 498. Da hole ich einen Treffer halt. Was ja nicht deutlich mehr Schaden auf jeden Fall. So lange aus. Ich muss echt länger warten. Er holt aus und dann. Dann macht er aber schon so eine kleine Bewegung, bevor er dann richtig loslegt. Die Sau! Jetzt komm her. Aber es war jetzt keine spektakulären Angriffe, er hat so ein paar Kombos. Wenn man das Timing raus hat, kann man den eigentlich ganz gut ausweichen. Nervig ist das, wenn sie sich trennen, aber dann kann man zumindest so, kann ich es einfach tanken.
da bin ich. Ich weiß aber nicht, steht. Ich bin zwei Stunden weg. Bauen auch so kleine Cues ein, auf die man reagieren kann. Und wo man dann falsch rollt. Das Pferd wiehert dann nochmal oder er macht irgendwas. Also eine andere kleine Animation, die man dann reinfallen kann. Okay. 2T Phase. Um mal zuzuschlagen. Wieder mal treffen. Ah, danke. So schwierig, beiden auszuweichen. So, wenn das Pferd. In der ersten Phase ist es kein Problem, weil man das da tanken kann, in der zweiten nicht. Und muss wahrscheinlich zum frühestmöglichen Zeitpunkt dem Pferd ausweichen, um dann nochmal direkt danach zu rollen. Das sieht schick aus. Gleich mal Einsatz zeigen. Was man nicht parieren kann, ist immer ganz praktisch. Das hasse ich, dass man gleich so einen Schritt zurück macht. Dann roll ich da rein.
hier geht's halt ganz gut. Ach, das ist das zweite Mal. Falsch und breit. Hier Stress zu machen. Ich hoffe, das ist gerade ganz gut hier. Sagt er. Kein Heiltrank gebraucht bis jetzt. Ressourcenmäßig sieht es zumindest ganz gut aus. Fuck, das ist das zweite Mal, ja. Auch den falschen Talisman übrigens dran. Ein Talisman fürs Parieren drin. Natürlich Quatsch. Ja, langsam die Timings ein bisschen raus. Sagt er, ist genau in den Eingriff reingerollt. Ziemlich viel tut. Wirklich einen anderen Talisman, damit es noch ein bisschen einfacher. Fuck, da macht er, das darf ich nicht machen mit diesem Angriff. Oder nicht immer. Fuck. Ah, der, die Kombo. Dass ich da auch nur noch reinfalle. Diesmal nicht. Sehr schön. Nicht so schön. Fuck, da muss ich einfach drauf reagieren schneller. Diesen Quatsch macht. Zu früh. Ach komm, da war ich zu greedy. Weil ich unbedingt meinen Waffenbuff in diesem Scheiß anbringen wollte, wie so ein Volldepp.
Und der ist nicht schwer. Das war echt auch komplett unnötig. Von den ganzen, von den Ressourcen sah alles noch gut aus und überhaupt nicht gebraucht. Naja, wurscht. So, dann nehmen wir einfach nochmal was gegen Frost. Ich vergesse mal, was Frost ist. Robustheit. Ist nicht unbedingt notwendig, weil das eigentlich gar nicht geprockt ist, wenn man so oft ausweicht. Das könnten wir noch nehmen. Was interessant wäre. Das. Das wäre auch noch mal was. Ich kann nicht mal einen Fehler mehr erlauben. Ich mache keine Angriffsserien wirklich. Aufgeladene Angriffe mache ich einmal, ist auch eher selten. Naja. Wenn wir es jetzt nochmal so spielen wie eben, sollte das kein Problem sein. Man haut echt oft daneben. Danke. Muss ich noch mal wieder treffen. Nicht in den Angriff gerechnet. Diesen Doppelangriff, den hat mir an der Stelle erwartet. Na.
fressen. Das war dumm. Bin ich so früh gerollt. Da war ich so eine schöne Kombo am Anfang gelandet, als ich da an Pferd dran war und ich dann zweimal diese Angriffsserie gehabt habe, wonach man zwei Schläge selber anbringen kann. Das war ganz nice. Ein paar Panic-Moves gemacht, weil ich wenig Lebenspunkte hatte und etwas aus dem Rhythmus war. Das ist immer tödlich. Leider erwischt, habe ich doch durchgerollt. Okay. Doof zu kämpfen. Und den rolle ich echt oft noch rein, diesen Angriff. Das passiert sehr selten, weil ich kann eigentlich dem Pferd ausweichen mit einer Rolle und trotzdem nicht von ihm getroffen werden. Manchmal trifft es, und dann, wenn man natürlich so wenig HP hat, ungefähr 3%, dann ist es tödlich. Er hat sonst zwei, drei schlechte Versuche. Ich darf von diesem einen sehr verspäteten Angriff nicht getroffen werden. So.
Ja, genau. Sieht am Anfang halt aus wie dieses, was ihr vom Kopf über macht. Aber. Und schon wieder. Dann kriegt ihr mich einfach jedes Mal. Die Reichweite ist hoch genug. Wir müssen jetzt einen Frost-Debuff laufen. Echo der Verwesung. Nice, nice, nice. Schick hat das hier. Eine Biene oder sonst mal verirrt. Da haben wir gleich irgendwie rausbringen. Ja, war schön.
Danke für die Glückwünsche. Für die GGs. 220. Ich will mal eben noch eine Runde benutzen, dann können wir gleich mal aufleveln, wenn wir schon gerade hier sitzen. Locker reichen. Ja. Stärke will mir noch ein bisschen Abwehrkraft geben. Lohnt sich wahrscheinlich mehr als Geschick, obwohl das ja mit, obwohl ich auf Keen gelevelt bin. Ja, genau dann. Man kann ja noch mal andere Schilde tragen, ist auch nicht schlecht. Und da kam er her. Der Fäulnisritter. Das Lila. Also, sie spielen noch mehr mit Farben als im Hauptspiel. Da gab es das auch schon viel, aber hier noch ein bisschen mehr. Okay, was? Ich würde sagen, die Sachen gucken wir uns mal hier an. Nach dem Boss hat haben wir uns zumindest eine kleine Pause verdient. Das ist irgendwas Story-lastiges. Man sieht es auch schon links an dem Zeichen. Bin gespannt, was hier auf uns wartet. Das sehen wir dann.